Schauen wir in diesem Video mal auf die Zahlenwerte zur Corona-Pandemie in Spanien. Bis dato gibt es ja noch kein Video von mir zu Spanien. Das ändert sich jetzt also und der Stand der Zahlenwerte für dieses Video ist der Montag, der 30. März 2020 und das ist zugleich auch das Aufnahmedatum von diesem Video. Blicken wir, wie wir das ja so obligatorisch im Grunde machen, zunächst einmal auf die Anzahl der bis dato, also bis zum 30. März, nachgewiesenen Infektionen an Covid-19 in Spanien. Da sehen wir, die Gesamtzahl lag also am 30. März bei 85.195, bzw. liegt beim 30. März bei 85.195. Das ist eine ziemlich hohe Zahl und ohne dass ich es jetzt überprüft habe, würde ich sagen, gemessen an den Fallzahlen müsste Spanien nach Italien das zweitstärkste vom Coronavirus getroffene Land innerhalb Europas sein. In Italien waren am 29. März etwas unterhalb von 100.000 Menschen nachgewiesenerweise infiziert gewesen mit dem Coronavirus oder waren auch zu diesem Zeitpunkt noch infiziert mit dem Coronavirus und in Spanien waren es zum selben Zeitpunkt 78.799. Aber, das ist eben der Punkt, Spanien nähert sich der 100.000er Marke auch an und wenn wir den Kurvenverlauf sehen, ist das hier eben dieser typische Anstieg bei der Verbreitung des Coronavirus, wie wir ihn ja in vielen anderen Ländern auch beobachten können. Nun ja, einmal hier vom 28. auf den 29. ist der Anstieg nicht ganz so groß ausgefallen, das kann man ganz gut erkennen, aber eben, ja, die Kurve ist dann wieder etwas steiler geworden zum 30. März hin. Wenn wir jetzt wieder schauen, naja, wie groß ist denn eigentlich das prozentuale Wachstum von einem Tag auf dem anderen? Wie viel also an Neuinfizierten sind denn hinzugekommen von Tag zu Tag? Dann können wir sehen, gab es jüngst in Spanien einen positiven Trend von 19,1%. Am 25. März ging der Wert bis zum 29. März auf 7,6% herunter. Und man kann die Theorie und die Hoffnung äußern, dass das eben an den staatlichen Maßnahmen liegt, dass die jetzt eben greifen und ihre Effekte hier endlich zeigen und dass also in Spanien die Neuinfektionsrate auch dauerhaft nicht mehr so hoch sein wird wie noch vor kurzem. Hier sieht man ja, waren das ja, naja, so zwischen 17% und 20% im Grunde über Tage hinweg. Es ist im Übrigen ja dann auch ein exponentielles Wachstum, wenn die Werte nahezu konstant sind. Und da ist natürlich der jüngste Trend sehr erfreulich. Die 8,1% jetzt am 30. März, die sind ein leichter Anstieg wieder im Vergleich zum 29. März, aber man befindet sich im einstelligen Anstiegsbereich. Das ist im Vergleich zu anderen Tagen schon mal ein Fortschritt. So, jetzt muss man aber auch hoffen, dass es nicht wieder zweistellig werden wird. Man kann auch nochmal schauen, ja, was ist denn die Zahl an Neuinfektionen von einem auf den anderen Tag gewesen? Da sehen wir, lange Zeit war der Trend klar nach oben gehend. Dann gab es im Grunde so eine Art Plateau über mehrere Tage und dann sank diese Zahl auch. Zuletzt stieg sie wieder an, aber zumindest in die 6.396 kein neuer Spitzenwert. Auch hier kann man die Hoffnung äußern, dass in Spanien womöglich der Peak erreicht ist, aber da muss man wirklich Fragezeichen dahinter setzen. Es kann auch gut möglich sein, dass der Trend wieder nach oben geht. Gerade auch, wenn man bedenkt, dass natürlich die Gesamtzahl an nachgewiesenen Fällen ja immer weiter ansteigt, dann werden auf Dauer Werte um 8% ja nicht dazu führen, dass diese Kurve hier absinkt. Im Gegenteil, dann steigt sie auch weiter an. Gut, als nächstes sei noch gesagt, dass in Spanien die generelle Anzahl an Infektionen auf 100.000 Personen vergleichsweise hoch ist. Mit den Werten vom 30. März sind es 182,3 Menschen auf 100.000 Einwohnern, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind in Form von einer Infektion. Ob sie nun überstanden ist, ob sie tödlich geendet ist oder ob man geheilt ist, spielt da in diesem Fall bei der Berechnung keine Rolle. Also 182,3 auf 100.000 Einwohnern haben diese Infektion gehabt oder haben sie noch. In Deutschland zum Vergleich beträgt der Wert 68,6 und zwar auch am 30. März angegeben, also 2,5-mal niedriger etwa ist der Wert in Deutschland. In Italien ist der Wert auf einem ähnlichen Niveau, da gibt es zum Zeitpunkt der Videoaufnahme keine Werte für den 30. März, sondern für den 29. März und da betrug der Wert 161,3 auf 100.000 Einwohnern. Also in etwa sind, würde ich jetzt mal so
schlussfolgern Spanien und Italien auf einem ähnlichen Level, wenn nicht sogar Spanien die etwas höhere Zahl auf 100.000 Einwohnern hat, also Fallzahl auf 100.000 Einwohnern hat. Aber das könnt ihr ja mal selbst ausrechnen, wenn ihr die Einwohnerzahl von Spanien nehmt und die Fallzahl zum Beispiel vom 29. März, dann könnt ihr jetzt ganz genau ermitteln, ob Italien oder Spanien den schlechteren Wert an diesem Tag hatte. So, als nächstes schauen wir mal auf die Todeszahlen, also die Entwicklung der Gesamtzahl an verstorbenen Personen in Spanien. Und da sehen wir, das waren zuletzt 7.340 und der Anstieg von Tag zu Tag ist teilweise ziemlich hoch. 700 bis 800 Leute etwa waren das zuletzt in der Regel. Jetzt vom 29. auf den 30. waren es 738 Menschen, also das ist schon ziemlich hoch. Und in einer Größenordnung, wie sie ja auch ähnlich in Italien ist, da hatte man in der Spitze fast 1000 gehabt an einem Tag, aber es sind trotzdem, also bei diesen 700 bis 800 Toten, das ist eben schon eine ziemlich hohe Zahl. Das liegt aber unter anderem auch daran, wie ich das entnommen habe in den Medien, dass eben in Spanien auch die Problematik vorherrscht, dass man nicht mehr jeden in die Intensivstationen Behandlung bringen kann, der sie eigentlich nötig hätte, und demzufolge entlässt man diese Menschen, beziehungsweise man nimmt sie erst gar nicht auf, aber man entlässt sie ja im Grunde in den sicheren Tod. Also die Todeszahlen in Spanien sind leider nicht gut, und dass sie wirklich nicht gut sind, das kann man auch an dieser Grafik hier erkennen und sieht man sogar sehr deutlich an dieser Grafik, wenn man nämlich mal die Mortalitätsrate vergleicht, und zwar zwischen Deutschland, Italien, Spanien und den USA. Und da sieht man in Spanien vom 14. März zum 30. März einen sehr klaren und deutlichen Anstieg von 3,1% am 14. März hoch auf 8,6% am 30. März. Das ist ein immenser Anstieg. Das hängt meines Erachtens eben auch damit zusammen, wie eben berichtet, dass nicht jeder in die intensivmedizinische Betreuung aufgenommen wird, den man eigentlich aufnehmen müsste, um ihm zu helfen. Aber womöglich spielen da noch andere Faktoren eine Rolle, und in Italien ist der Trend ja sehr ähnlich, von 6,8% auf 11,0%. Also Italien und Spanien haben ein sehr ähnliches Problem, wenn man diese Kurvenentwicklung schaut. In Italien ist es noch drastischer als in Spanien, aber 8,6% ist auch ein ziemlich hoher Wert. Dagegen sind die Werte für die USA und für Deutschland relativ gering. In den USA sind es 1,7% am 29. März 2020 gewesen, in Deutschland sind es 0,8% am 30. März 2020. Und da ist der Trend in Deutschland nur langsam ansteigend. Diese 0,5% in Deutschland muss man übrigens mit Vorsicht genießen, denn da wurden aus drei Bundesländern keine Zahlen ermittelt. Also das klammern wir mal ein bisschen ein. Also ist dieser Trend insgesamt leicht ansteigend in Deutschland, aber man ist noch bei unter 1%, während ja in Spanien hier, wie man sehen kann, 8,6% der Infektionsfälle tödlich geendet sind. So, jetzt schauen wir mal kurz noch auf die Epizentren in Spanien, also auf die Gebiete, in denen besonders viele Menschen erkrankt sind. Erst einmal seht ihr hier überhaupt die Verteilung an nachgewiesenen Infektionen bis zum 30. März 2020. Jetzt muss man sich natürlich ein bisschen in Spanien auskennen, um das hier ein bisschen ordnen zu können. Ich sag mal so viel, das hier ist Madrid und hier liegt, also hier die Katalonien, und dort liegt dann eben auch Barcelona. Und in diesem Gebiet, das müsste Andalusien sein, liegt Sevilla zum Beispiel. Und ja, das so mal zur groben Orientierung. Also aber vor allen Dingen Madrid und Katalonien, da kann man sehen, da sind die Farben besonders kräftig. Und ja, tatsächlich kann man nämlich mal schauen, wo sind denn jetzt die Fallzahlen wirklich am schlimmsten? Also wo liegen die Epizentren? Wenn man nur auf die reinen Zahlenwerte schaut, dann hat man da Madrid mit 24.090 Fällen, Katalonien mit 16.157 Fällen und auf dem dritten Rang, aber schon mit deutlichem Abstand zu Katalonien, liegt das Baskenland, also País Vasco, mit 6.057 Fällen. Allerdings, ihr habt das ja schon, wenn ihr meine Videos verfolgt, häufiger von mir gehört, an sich ist vor allen Dingen wichtig zu bestimmen, wie groß ist eigentlich die Fallzahl auf 100.000 Einwohner. Dann kann man besser vergleichen, wie weit eine Verbreitung des Virus besonders in diesen Gebieten vorliegt. Denn die reine Fallzahl, die nützt uns an sich nichts, weil die Einwohnerzahl in Madrid natürlich eine andere ist als jetzt im Baskenland und demzufolge in Madrid bei einer gleichmäßigen Verteilung ja auch mehr Fälle zu erwarten sind. Also man muss einfach mal schauen, wie viel von 100.000 Einwohnern
sind denn infiziert gewesen oder sind aktuell infiziert. Und da sieht man in Madrid sind das 366,3 Fälle auf 100.000 Einwohnern, im Baskenland sind es 275,5 Fälle auf 100.000 Einwohnern und in Katalonien sind es 212,7 Fälle auf 100.000 Einwohnern. Und nur mal zum Vergleich, das in Deutschland am stärksten betroffene Bundesland ist, Stand 30. März, Hamburg und da sind es knapp über 100 auf 100.000 Einwohnern. Ich meine, es sind 105, aber das müsstet ihr mal überprüfen. Also so etwas mehr als 100 ist der schlimmste Wert in Deutschland und da sieht man natürlich, dass es in Spanien in diesen drei Gebieten schon deutlich schlimmer ist und gerade Madrid hat es wirklich sehr heftig getroffen. Der landesweite Schnitt, nur noch mal zur Erinnerung, sind 182,3 gewesen. Also in allen drei Gebieten liegt man oberhalb des Landesschnitts. Aber man sieht auch im Baskenland, trotz deutlich weniger Fälle insgesamt, ist die Fallzahl auf 100.000 Einwohnern doch auch klar höher als in Katalonien. So, jetzt sei an dieser Stelle noch gesagt, dass diese drei Gebiete hier, also die von der Fallzahl am höchsten betroffenen Gebiete insgesamt 54,4% aller Fälle überhaupt ausmachen, zudem 69,5% aller Todesfälle beinhalten bzw. hervorgebracht haben und zugleich 83,9% aller Genesenen aus diesen Gebieten stammen. Immerhin gibt es also auch sehr viele, die in diesen Gebieten genesen sind. Vor allen Dingen in Madrid hat man ja mit diesen 8.300 und einem Genesenen ja im Grunde fast die Hälfte aller genesenen Fälle selbst vorzuweisen. Nun ja, das also hier zu Spanien. Ich will noch diese Karte zeigen mit dem Stand vom 28. März. Die hätte ich viel lieber gehabt als diese Karte, wenn es diese Karte in dieser Variante gegeben hätte. Denn hier wurde nämlich schon berechnet auf 1 Million Einwohner, wie viele, ja, Menschen da eigentlich erkrankt sind oder waren. Mit dem Stand 28. März. Das Problem ist nur, wie es auch hier steht, dass Katalonien keine Werte für die einzelnen Provinzen liefert. Das ist natürlich schade, deswegen wäre Katalonien halt immer grau. Und es gibt halt solche Auflistungen auf der unten angegebenen Quelle für die autonomen Regionen und jetzt nicht für die Provinzen. Vielleicht auf der spanischen Wikipedia-Seite, da habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Aber okay, man kann auch mit dieser Karte sehr gut arbeiten. Das soll es jetzt zu Spanien gewesen sein und damit setze ich jetzt auch abschließend einen Punkt am Ende von diesem Video.